Gerüstet für eine etwas andere Erkundungstour steuere ich mein Landesschaumobil Richtung Bad Säckingen und dort rauf in den Hotzenwald. Die Heimat von Sabine Spitz, eine der besten Mountainbikerinnen der Welt. Tag. Ja, servus, hallo. Ich fühle mich geehrt. Darf ich mit einer Olympiasiegerin mountainbiken? Toll. Ja, ich freue mich auch, mit Ihnen gemeinsam hier ein bisschen meine Region zu zeigen. Und vor allem die eigene Mountainbike-Arena. Kann man da auch als Normalo fahren? Es ist sicher so, dass er das per se eigentlich so ein bisschen so für rennambitionierte Fahrer dann zugeschnitten ist. Aber es gibt eben auch Passagen, wo man auch als nicht so versierter Fahrer dann auch die Passagen bewältigen kann. Puh, als Amateurin bin ich trotzdem ganz schön gefordert. Aber die Profiradlerin erklärt mir genau, worauf ich achten muss. Dass du wirklich das Gewicht so auf den Beinen hast, dass du dann auch zwischendurch wirklich die Hände vom Lenker nehmen könntest. Cross Country heißt die Olympiadisziplin von Sabine Spitz und die Liste ihrer Erfolge ist lang. Seit 12 Jahren ist sie Weltspitze, hat schon 3 olympische Medaillen im Schrank. 2008 holte sie Gold in Peking. Dieses Jahr in Rio reichte es nicht für eine Medaille, wegen einer Knieverletzung. Dennoch, auch mit Mitte 40 denkt Sabine Spitz noch nicht ans Aufhören. Ich habe immer noch dieses Schmetterlinge im Bauch oder dieses Kribbeln. Das ist halt schon immer dieses Wettkampffeeling. Und ich glaube, wenn das nicht mehr wäre, dann müsste man sich schon überlegen, ob man jetzt nicht besser dann aufhört. Vom Trainingsparcours machen wir einen Abstecher in die Stadt. Hier in Bad Säckingen am Hochrhein ist die Profisportlerin geboren und bis heute zu Hause. Wie reagieren denn die Bad Säckinger, wenn sie so hier in der Stadt unterwegs sind? Ach, das ist, ich meine, da kommt es schon auch mal, dass man irgendwie noch mal einen kleinen Smalltalk dann auch mit den Leuten abhält oder dass man angesprochen wird. Also es ist einfach, ich sag mal, das ist eigentlich gerade noch so das Level, wo es nicht stört. Aber halt man auch es natürlich auch gern macht, weil ja, man ist ja natürlich hier auch aus der Region. Und hier fährt sie auch besonders gerne Rad. Die bergige Landschaft ist das optimale Trainingslager, sagt sie. Jetzt forderst du mich aber hier. Ja, ich habe gesagt, es geht hier steil hoch. Okay. Warum eigentlich Mountainbike? Immerhin hat sie erst mit 22 angefangen. Also es hat ja auch sehr viel Erlebnischarakter. Also ich meine, man erlebt ja was, man sieht ja was. Du hast einen schönen Aktionsradius und also sicher nicht die schlechteste Sportart, die man sich aussuchen kann. Nach einem letzten richtig steilen Anstieg sind wir oben auf dem Hornberg auf über 1000 Metern. Ui, das ist mal Alpensicht. Wahnsinn, ja? Toll. Ist das auch so ein bisschen Heimatliebe? Ja, also das was ich einfach das Schöne hier so am südlichen Schwarzwald finde, ist halt einfach so diese Abwechslung zwischen Wald und offenen Wiesen und Geländen und das ist halt einfach so, ja, man hat halt einfach wirklich auch so, wenn man ein bisschen irgendwo rauskommt, man hat halt wirklich so den Blick in die Weite und das ist schon, was ich halt einfach hier so an unserer Region so mag. Ja. So wie ihre Heimat liebt sie auch den sportlichen Wettkampf. Und wer weiß, vielleicht wird sie ja 2020 noch einmal antreten zu den Olympischen Spielen in Tokio.